Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Video, ja, was Ultimate Team beinhaltet, ja, also Ultimate Team Episode Nummer, ich glaube es ist 23, bin mir aber nicht ganz sicher. Heute gibt's mal einen Squad Builder, ja, auch das wird ja in dieser Serie stattfinden und ich zeige euch heute ein Team, was einige von euch kennen sollten und auch kennen könnten, aber dazu später mehr, wenn ihr Microsoft Guthaben, PSN Guthaben oder das Spiel selber braucht und mich unterstützen möchtet, schaut bei Kinguin vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, genauso ist auch ein Link zu Sennheiser, wenn ihr Headset-Bedarf habt vom Marktführer bzw. auch von der besten Headset-Marke, die es meiner Meinung nach gibt. Gut, wir fangen direkt mal an, das Team ist relativ teuer. Das Team ist dafür aber auch richtig, richtig stark und richtig geil. Und in allen Belangen vielen anderen Teams überlegen. Das heißt, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr meint, dass man damit gewinnen kann oder auch halt nicht. Ihr kennt es eventuell schon. Und zwar aus der Episode, als ich gegen Tobi gespielt habe. Ja, beziehungsweise aus den beiden Episoden. Und das Team werde ich euch heute nochmal im Detail vorstellen. Im Tor fangen wir an, machen wir heute ein bisschen schneller. Haben wir Simon Mignolet. Ist ein relativ solider Keeper, ist nicht der Beste. Ich mag den nicht so gerne. Man kann auch beispielsweise Joe Hart hier hinstellen, aber da muss man ein bisschen was in der Innenverteidigung ändern. Dazu gleich mehr. Auf jeden Fall an sich ein solider Keeper, nicht so schlecht, aber es gibt auf jeden Fall bessere. Gut, Innenverteidigung besteht dann einmal auf der einen Seite aus einem Spieler von Liverpool und zwar aus Mamadou Sakho. Dafür könnte man Mangala hinstellen und dann ins Tor Joe Hart. Anderer Innenverteidiger ist ebenfalls ein Franzose und zwar Raphael Varane von Real Madrid. Beides sehr solide Innenverteidiger. Sakho in manchen Situationen ein bisschen zu ungeschickt und zu langsam, allerdings an sich trotzdem sehr bullig, körperstark und gute Workrates. Genauso das gleiche mit Varane, der ist nicht so körperstark, dafür aber sehr schnell unterwegs, hat trotzdem gutes Defending und einen ziemlich, ziemlich starken Kopfball. Also kann man sich nicht beschweren. Mangala wäre hier eventuell noch die bisschen bessere Wahl, könnte ich auch direkt mal reinstellen, habe ich aber bisher noch nicht gemacht, deswegen mache ich es auch jetzt nicht. Linksverteidiger wäre dann der Beste im Spiel und zwar Marcelo, beziehungsweise nicht der Beste im Spiel, klar, Alaba ist auch nicht schlecht, Leighton Baines in Form ebenfalls nicht, Roberto Carlos natürlich, aber Marcelo ist auf jeden Fall schon sehr, sehr stark, ist natürlich auch ein bisschen teuer, aber er kann halt einiges. Zum Beispiel schießen, passen, dribbeln, alles mögliche, von daher wirklich eine sehr gute Wahl. Auf der anderen Seite haben wir dann einen kopfballstarken Rechtsverteidiger, der auch Körperstärke bis nach Meppen hat, und zwar Micah Richards, aus den letzten Jahren schon bekannt. Dieses Jahr wieder 86 Physics und das vollkommen zu Recht, ist ein absolutes Monster. Zwar leider hoch-mittel-Arbeitsraten, aber trotzdem mit 1,80 Körpergröße auch ein ziemliches Tier, hat sogar ein Tor gemacht, von daher wirklich sehr zufrieden mit ihm. Der Sechser ist dann in diesem Team ein eigentlicher ZM. Man kann da einige andere beispielsweise noch hinstellen, allerdings sind die alle nicht so gut wie er, meiner Meinung nach, und zwar ist es der, ich denke mal, schon ausreichend bekannte, günstige Yaya Touré. Abu Diaby ist ein sehr guter Spieler, hat mittlerweile bei mir schon 53 Spiele gemacht, 3 Tore, 7 Vorlagen, 1700 Coins, 1,90 groß, Mittel-Arbeitsraten, kann einfach alles, ein ziemlich guter Allrounder, wie gesagt, der Mini-Yaya Touré und deswegen sehr guter Spieler. Linkes Mittelfeld steht dann einer der schnellsten Spieler im Spiel, beziehungsweise einer der stärksten Spieler auch irgendwie im Spiel, zumindest was den Grad von Overpoweredheit angeht, und zwar ist es Romain Alessandrini, 91 Tempo, 79 Dribbling, 77 Shooting, sind sehr perverse Werte, 30 Spiele, 14 Tore, 11 Vorlagen, 4-Star Skills und Weakfoot, Linksfuß, hohe Mittel-Arbeitsraten, sehr geiler Spieler fürs linke Mittelfeld, auf jeden Fall geeignet. Zumal er halt einfach sehr overpowered ist. Rechte Seite haben wir dann ebenfalls einen overpowerten Spieler, allerdings ist der auch dementsprechend teuer, von daher gar nicht so overpowered, kann er zumindest nicht nennen, wenn man gerade als rechten Stürmer spielt und dann in die Sturmspitze stellt. Und zwar ist es Juan Cuadrado, 8 Spiele, 5 Tore für mich gemacht, 35.000 Coins gekostet, 5-Star Skill, was der Grund ist, warum ich den in dem Team, aber dazu auch später mehr. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Karte, nochmal deutlich besser als letztes Jahr, vor allem aufgrund des riesigen Shooting-Upgrades. Der 10er ist dann ein Spieler, den man normalerweise nicht so oft als 10er sieht, ihr habt ihn gerade eben eventuell schon gesehen, als ich nach ZMs gesucht habe. Und zwar ist es der 83 geratete Paul Pogba. Habe ich in einem anderen Team, was mit Bale und Benzema am Start ist, ja, als zentraler Mittelfeldspieler, als Zehner gefällt er mir deutlich besser, weil er da seine Stärken mehr ausspielen kann und das ist einfach der Abschluss und das Passspiel nach vorne und nicht unbedingt das Defending, was man ja auch auf der Karte sieht, ist der schlechteste Stat. Hochmittelarbeitsrat, ein 86 groß, 4-Star Skills und Weakfoot, eine sehr, sehr starke Karte, auch sehr, sehr teuer, aber das lohnt sich auf jeden Fall, weil Pogba nicht nur in Realität ein sehr geiler Spieler ist, sondern auch in diesem Spiel. Die beiden Stürmer sind dann beides in Forms und zwar ist es auf der einen Seite Carlos Tevez in Form, auf der anderen Seite Alexandre Lacazette in Form. Beides sehr, sehr gute Stürmer, beide sehr schnell unterwegs, Tevez mit 87, Lacazette mit 88, natürlich Tevez der deutlich bessere Shooting-Wert und Physics-Wert, allerdings kann auch Lacazette sich da absolut nicht irgendwie verstecken müssen, mit 4-Star Skills vor allem noch Hochmittelarbeitsraten, 8 Spiele, 8 Tore, 5 Vorlagen, 47.000 Coins ist auf jeden Fall in Ordnung bei ihm, also man kann sich den auf jeden Fall leisten, die Non-Inform-Versionen gehen auch, dann ist das Team ein bisschen günstiger, allgemein könnt ihr auch irgendeinen anderen Zehner hinstellen, solange er Franzose ist und aus der Serie A kommt, ich glaube da gibt es allerdings keinen, wenn ich mal so wirklich drüber nachdenke. Aber trotzdem könnt ihr beispielsweise auch Ibarbo hinstellen, wenn ihr ein bisschen Pace holen wollt oder was weiß ich, Mario Gomez oder halt den normalen Tevez, geht alles. Allerdings ist der Inform Tevez sehr gut, 6 Spiele, 7 Tore und 6 Vorlagen, kostet auch ein bisschen was, ist der teuerste Spieler in diesem Team sogar mit Abstand, aber er ist es halt auch wert. Leider nur 3 Sterne Skills dieses Jahr, aber ansonsten trotzdem richtig geile Werte, 79 passen als Stürmer, 89 Dribbling, 88 Shooting, 86 Physik, 87 Tempo. Ist schon eine ziemlich perverse Karte und auf jeden Fall sein Geld wert, würde ich sagen. So, das ist das Team, das ist hauptsächlich dafür gemacht, schöne Tore zu
schießen. Deswegen stelle ich euch das vor. Wir haben hier sehr viele Longshot-Taker, beispielsweise Pogba kann das, Alessandrini kann das, Diaby kann das, Cuadrado kann das, Tevez kann das, Lacazette kann das auch und natürlich kann das auch Marcelo. Dazu haben wir sehr große und kopfballstarke Spieler wie Diaby, wie Varane, wie Sako oder auch beispielsweise wie Pogba hier, die halt in der Defensive einiges wegruppen können und Körperstärke haben. Zudem haben wir einige Skiller, beispielsweise hier die drei Forster-Skiller und auch Cuadrado. Und wir haben auch noch zwei Stürmer, die ein bisschen Flair mitbringen. Ich glaube, weder der eine noch der andere hat den Trade-Flair, aber trotzdem können sie es auf jeden Fall. Der eine hat bei mir fast schon mal einen Scorpion-Kick gemacht, aber leider ist das nichts geworden. Und zwar war das Lacazette. Auf jeden Fall ein schnelles, starkes Sturmduo, was man so sehr gerne spielt. Also zumindest meiner Meinung nach. Gut, ihr könnt mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Team gefällt und die Tore, die ich jetzt hinten ranschneide, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Aufgrund dessen, dass ihr schon zwei Spiele euch damit angucken könnt, zwei komplette, schneide ich euch nur ein paar Tore rein. Ich glaube, es sind 9 an der Zahl. Das reicht, denke ich mal, auch einigermaßen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein.